Erhält Jamal Musiala eine ungewöhnliche Klausel beim FC Bayern? Und an welchem Megadeal arbeitet jetzt der FC Barcelona? Das und noch vieles mehr erfahrt ihr jetzt in unseren aktuellen Kick-News. Wir werfen zum Start in die neue Woche nochmal einen kurzen Blick in den Rückspiegel. Nach der Länderspielpause ist der Ball endlich wieder durch die Bundesliga-Stadien gerollt. In Kiel hat Harry Kane den Tag genutzt, um einen irren Rekord zu knacken. Beim 6:1-Sieg gegen die Störche hat der Bayern-Torjäger mit seinem Tor zum 2:0 seinen 50. Scorerpunkt in seinem erst 35. Bundesligaspiel gemacht. So schnell war zuvor noch niemand. Im Laufe der Partie hat Kane dann noch zwei weitere Treffer folgen lassen. Bisheriger Rekordhalter war Erling Haaland, der für 50 Scorerpunkte im BVB-Trikot 44 Spiele benötigt hatte. Lange trauern musste der Norweger aber zum Glück nicht. Am Sonntag hat Haaland mal eben selbst einen neuen Rekord aufgestellt. Mit seinem Doppelpack beim 2:1-Sieg gegen den FC Brentford ist der City-Stürmer jetzt der Spieler mit den meisten Toren nach den ersten vier Spielen in der Premier League. Haaland steht bei sage und schreibe 9 Treffern. Der bisherige Rekordhalter Wayne Rooney hat es vor 13 Jahren auf 8 Tore gebracht. Kein Rekord, aber dafür ein gelungenes Debüt hat Jadon Sancho abgeliefert. Gegen den AFC Bournemouth hat sich der Chelsea-Neuzugang als echte Soforthilfe erwiesen. Sancho wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt und sogleich zum Spieler des Spiels gekürt. Bei Chelseas 1:0-Sieg hat der Rechtsfuß die Cherries-Defensive mit zahlreichen Dribblings vor Probleme gestellt und zudem das Tor des Tages durch Christopher Nkunku vorbereitet. Das war ein Start nach Maß für den Ex-Dortmunder. Länger nicht mehr in einem Pflichtspiel aufgelaufen ist Adrien Rabiot. Nach seinem Vertragsende bei Juventus Turin wurde der Franzose in den letzten Monaten mit vielen namhaften Topclubs in Verbindung gebracht. Auch Real Madrid hatte ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen. Heiß wurde es mit den Königlichen aber nicht. Zugeschnappt hätte gerne Galatasaray. Die Istanbuler haben Rabiot sogar ein offizielles Angebot vorgelegt. Ein Wechsel in die Türkei hat dieser aber abgelehnt. Jetzt ist Rabiots Vereinssuche beendet. Es geht zurück in die französische Heimat, genauer gesagt an die Côte d'Azur. Der Nationalspieler wird sich Olympique Marseille anschließen. Die Südfranzosen haben eine Einigung mit Rabiot schon offiziell bestätigt. Nur den Medizincheck muss der 29-Jährige noch bestehen. Danach soll Rabiot beim Team von Trainer Roberto De Zerbi einen 2-Jahres-Vertrag unterschreiben. 2019 hatte Rabiot Frankreich und Paris Saint-Germain hinter sich gelassen und war nach Turin gewechselt. Nach einem ereignisreichen Sommer mit langer Vereinssuche geht es jetzt zurück in die Ligue 1. Seit dem Abgang von Sergio Busquets zu Inter Miami im letzten Sommer sucht der FC Barcelona nach einem Ersatz als Ballfänger und Taktgeber im defensiven Mittelfeld. Oriol Romeo, der als eine Art Notlösung verpflichtet wurde, hat nicht funktioniert und wurde in diesem Sommer leihweise zu Ex-Club FC Girona zurückgeschickt. Wegen der finanziellen Schieflage und den Financial Fair Play-Regeln konnte sich Barca keine große Lösung leisten. In der Saisonvorbereitung hat sich dann eine interne Lösung herauskristallisiert. Barca hat auf Top-Talent Marc Bernal aus der Jugend gesetzt. Und der 17-Jährige hat auch auf Anhieb überzeugt und sich in der Stammelf von Hansi Flick festgespielt. Kurz darauf hat sich der spanische U17-Nationalspieler dann aber einen schweren Schaden im Knie zugezogen und fällt für mindestens 1 Jahr lang aus. Deshalb fahnden die Katalanen jetzt nach einem Ersatz und sind dabei in der Eredivisie fündig geworden. Wie die Marca berichtet, hat Barca Jordi Schouten von der PSV Eindhoven ins Visier genommen. Der 27-Jährige hat eine bärenstarke Saison hinter sich und wusste auch bei der EM für die Niederlande auf der 6 zu überzeugen. Schon im Sommer gab es Kontakte zwischen dem La Liga-Club und Schouten. Damals wurde es aber nicht konkret, weil das Financial Fair Play weitere Barca-Transfers verhindert hat. Am Freitag wurde aber seitens der spanischen Liga die Gehaltsobergrenze des Clubs angehoben, was finanziell neue Möglichkeiten schafft. Wir hatten darüber berichtet. Ein Schouten-Transfer im Winter oder im kommenden Sommer wäre jetzt also denkbar. Das wiederum ist eine gute Nachricht für den FC Bayern, denn die beiden Alternativen auf der 6 sind für Barca weiterhin Amadou Onana von Aston Villa und Joshua Kimmich. Der Vertrag des neuen DFB-Kapitäns läuft 2025 aus und Barcelona hat in der Vergangenheit schon mehrfach Interesse am 29-Jährigen hinterlegt. Besonders Hansi Flick gilt als Fan und will Kimmich gegen Barcelona lotsen. Die Verantwortlichen der Katalanen verfolgen laut der Marca aber auch ganz genau, dass Kimmich mittlerweile in der Nationalelf vor allem auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt wird. Trotzdem nimmt man mit großer Sorge wahr, dass die Bayern ihren langjährigen Leistungsträger nach 2 schwierigen Jahren jetzt wieder umgarnen und unbedingt halten wollen. Wenn Barcas Entscheidung für Schouten ausfällt, dürften sich die Karten der Münchner bei Kimmich wieder deutlich verbessern. Und das hätte man bei den Bayern nur allzu gerne. Cesc Fabregas droht die Obdachlosigkeit. Ja Leute, ihr habt absolut richtig gehört. Der spanische Trainer von Como 1907 könnte wirklich aus seiner Wohnung fliegen. Ich erkläre euch das mal ganz von vorne.
Fabregas steht seit 2022 in Lohn und Brot bei Como. Erst als Spieler, dann als Co-Trainer und mittlerweile als Cheftrainer an der Seitenlinie. Letzte Saison hat das Team des Ex-Profis Großes geleistet und ist in die Serie A aufgestiegen. Nach 4 Spieltagen stehen die Comer aber auf Rang 18, sieglos. Trotz namhafter Neuverpflichtungen wie Rafael Varane, Sergio Roberto, Andrea Belotti und natürlich Marc-Oliver Kempf bleibt der Ertrag noch aus. Deshalb muss Fabregas aber ja nicht gleich um sein Obdach fürchten. Vielmehr hat der Ex-Profi einfach seine Miete nicht bezahlt. So banal es klingt, aber Fabregas hat Mietschulden in Höhe von 36.000 Euro. Eine beachtliche Summe, die der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler dann nicht bezahlt hat. Sein Vermieter hat sich an italienische Medien gewandt und dort verlauten lassen, wir haben versucht, den Anwalt von Fabregas zu kontaktieren, aber ohne Erfolg. Jetzt kommt die ganze Sache vor Gericht. Nächste Woche ist die erste Anhörung anberaumt. Im schlimmsten Fall könnte eine Zwangsräumung anstehen und Fabregas muss raus aus seiner Bude, samt Familie. Heftige Nummer. Am Freitag haben wir euch berichtet, dass Sandro Wagner ein konkretes Thema bei der TSG Hoffenheim ist. Jetzt hat der Co-Trainer von Julian Nagelsmann Stellung bezogen zu den Wechselgerüchten um seine Person. Dabei hat Wagner deutlich gemacht, dass er momentan eher nicht für einen Job in der Bundesliga zur Verfügung steht. Der 36-Jährige sagt, das sind Dinge, die ich ausblenden muss. Es war schon öfter so, dass man hier und da mal Kontakte hat oder mit dem einen oder anderen spricht. Aber aktuell habe ich eine großartige Aufgabe, die mir Spaß macht. Ich denke nicht so weit in die Zukunft. Der Übungsleiter, der im Dezember seinen Fußballlehrerlehrgang beginnt und anschließend auch in der Bundesliga an der Seitenlinie stehen dürfte, betont, ich bin ein junger Trainer, der sich entwickeln möchte und ich bin gerade an einem sehr guten Platz mit wirklich großartigen Leuten. Vertraglich gebunden ist der gebürtige Münchner an den DFB noch bis nach der WM 2026 und derzeit sieht es auch so aus, dass Wagner diesen Kontrakt erfüllen wird. Ob auch Jamal Musiala seinen Vertrag beim FC Bayern erfüllen oder im besten Fall sogar verlängern wird, ist eine Frage, die Fans und Verantwortliche des deutschen Rekordmeisters seit Monaten umtreibt. Nur noch bis 2026 steht das Top-Talent unter Vertrag. Kommt es für eine Verlängerung jetzt vielleicht sogar zu einem ganz besonderen Zugeständnis der Bayern? Spekuliert wird über eine mögliche Ausstiegsklausel. Nach einem solchen Szenario gefragt, hat Sportvorstand Max Eberl gesagt, das wäre sehr ungewöhnlich für Bayern München. Bei Gladbach war das schon logisch, aber Bayern ist ja nun mal ein sehr großer Verein. In München hat man diese Sonderregelung bislang stets umschifft. Komplett ausschließen konnte Eberl eine Vereinbarung mit Musiala aber auch nicht. Englische Medien hatten zuvor berichtet, dass Musiala ein Angebot der Bayern abgelehnt hat. Auf der Insel hieß es dann, dass vor allem Manchester Citys Chancen auf den Superdribbler steigen. Wirklich konkrete Schritte hat der Club von Pep Guardiola aber noch nicht unternommen. Klar ist ohne Frage, dass Bayern unbedingt verlängern will. Eberl stellt klar, das ist kein Geheimnis, die Gespräche werden jetzt intensiviert. Eine Garantie für eine Verlängerung gibt es aber natürlich nicht, wie auch Eberl einräumt. Natürlich kann er in dem Regal noch zu einem anderen Verein gehen. Es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich, weil Jamal bei Bayern weiß, was er hat. Er ist hier groß geworden, er hat sich die ersten Meriten verdient, er hat sich auf dieses Niveau gebracht. In weniger als 2 Jahren endet Musialas Vertrag beim FC Bayern nach aktuellem Stand. Bis zum nächsten Sommer müssen die Münchner also eine Lösung gefunden haben, sonst besteht riesiger Verkaufsdruck. Einig ist man sich beim Rekordmeister auf jeden Fall, dass Musiala eine Ära prägen soll. Bricht man dafür am Ende sogar mit seinen eigenen, so eisernen Prinzipien? Wir bleiben dran an der Sache. 2024 ist bislang das Jahr von Lamine Yamal. Der Youngster hat beim FC Barcelona eine rasante Entwicklung hingelegt und ist in Windeseile zum Leistungsträger gereift. Die Belohnung soll für das Ausnahmetalent jetzt gigantisch ausfallen, aber der Reihe nach. Für Top-Talent Yamal scheint es bei Barca dieser Tage keine Grenzen zu geben. Der 17-Jährige zaubert im Trikot der Katalanen mittlerweile Woche für Woche und liefert auf einem unfassbaren Niveau ab. Erst am Sonntag hat Yamal beim 4:1-Sieg gegen den FC Girona zweimal geknipst. In der noch jungen Saison hat der Linksfuß damit nach 5 Ligaspielen schon stabile 3 Treffer und 4 Assists auf dem Konto. Den finanziellen Bezügen seines derzeitigen Vertrags ist der Teenager längst entwachsen. Deswegen ist man in Barcelona bemüht, schnellstmöglich Verhandlungen über eine Gehaltserhöhung zu führen. Aktuell streicht Yamal ein Jahresgehalt von rund 1,5 Millionen Euro ein. Die Blaugrana haben jetzt einen Fahrplan für das kommende Jahr ausgearbeitet, denn erst im Juli wird Yamal volljährig und darf mit einem Profivertrag ausgestattet werden. Die Marca schreibt von einem Supervertrag, den Barca ausarbeitet. Yamal soll an seinem 18. Geburtstag im kommenden Jahr einen bis 2030 datierten 5-Jahres-Vertrag erhalten. Finanziell will man den Spanier mit einem Spitzengehalt ausstatten, das dem Wert und den Leistungen des Offensivspielers gerecht wird. Schließlich ist der Plan, dass Yamal langfristig das Gesicht und Aushängeschild des Clubs wird.
Das Eigengewächs selbst hätte wohl auch nichts dagegen. Jamal hat sich zuletzt klar und deutlich zu seinem Ausbildungsclub bekannt und gesagt: "Ich hoffe, dass ich Barca niemals verlassen muss. Ich will hier eine Legende werden." Präsident Joan Laporta hätte sich kein besseres Statement ausdenken können. So, kommen wir zu unserer Frage des Tages. Jamal Musiala. Beim FC Bayern gibt es dieser Tage kaum ein anderes Thema. Verlängert er oder nicht? Bringt er die Bayern wirklich in Verlegenheit, die ungeschriebene Regel zu brechen und einem ihrer wichtigsten Spieler eine Ausstiegsklausel zu geben? Sollten die Bayern, um Musiala zu halten, auch mal so weit gehen? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Ja, damit kann man doch mal in die Woche reinstarten, oder? Lasst auf jeden Fall ein Like auf dieser Folge Kicknews da. Wenn nicht für mich, dann auf jeden Fall für Cesc Fabregas, ey, der Arme. Der ist einfach bald obdachlos. Schreibt mir in die Kommentare, welche News euch am meisten geflasht hat. Das war's jetzt von mir. Ich verabschiede mich wie immer mit den Worten: Haut rein und bleibt stabil, meine Freunde.